Liebe FCB-Fans, 16 Tage ohne FCB-Match, das ist definitiv zu lang. Die Nazi-Pause, die ist vorbei und morgen geht es für den FCB weiter. Auswärts in Bern gegen die Berner Young Boys. Heute sind wir auf dem Campus. Die Mannschaft vom Ciriakos Forza trainiert nämlich auf Kunststraße, um sich eben auf den Match vorzubereiten. Wir gehen mal schnell ins Training schauen und schwätzen mit dem Captain, dem Valentin Stocco. Schon zwei. Ja, weißt du, ich muss mich eigentlich so Sintrum konzentrieren. Also, Valentin Stocco, gerade direkt nach dem Training das Interview. Morgen IB auf Kunststraße trainiert. Was habt ihr angeschaut heute? Ich glaube, wie man es gerade hier rundherum gehört, ist es ein bisschen um Spass gegangen. Ja, jetzt auch wieder eine längere Pause gehabt. Wir probieren natürlich nach der Nationalmannschaftspause ja, direkt wieder zum Gönnen zurückzufinden. Du hast gerade gesagt, die Pause. Ja, das gehört auch dazu im Training. Du hast gerade gesagt, die Pause. Was macht die aus, wenn man ja, einmal ist man im Rhythmus, dann ist wieder Nazi-Pause, dann findet das Spiel nicht statt. Wie geht ihr mit dem um? Ja, natürlich ist es nicht einfach, aber ich glaube, es geht auch allen irgendwo durch gleich. Ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, dass man dann immer wieder halt auf die Spiele mega fokussiert wird. Und ja, trotzdem den Spass nicht vernachlässigt, weil es sind spezielle Zeiten. Manchmal muss man relativ spontan entscheiden, das Spiel wird abgesagt oder nicht. Und ja, was soll ich sagen, von dem her. Sieht aus. Also, wir lernen dich. Ja, danke. Danke vielmals.